Ja, und da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Wir wurden entdeckt von dem Typen da hinten. Ja, allerdings jetzt Geschichte ist. Jetzt würde ich aber ganz kurz gucken, ob wir da rüber gehen. Was ist hier mit den Schätzen auf sich hat, wo die sich denn befinden? Ich hab das gar nicht gerafft. So, wir müssen sowieso unten rum, glaube ich. Das können wir, glaube ich, hier hoch. Moment. Ah, hier haben wir ja auch schon. Was gibt es denn hier zu diesen Schätzen? Hier sollen zwei Schätze sein. Finden sich aber nicht über uns. Und stehen auch nicht hier. Na gut, okay. Ah, alles klar, da komme ich so rüber. Oh nein, ich springe nicht da runter. Mist. Aber ich komme ja auch so hoch, das passt schon. Natürlich kommt man nur über diesen Weg darüber. Ich will mal wissen, wie die darüber gekommen sind. Die haben sich bestimmt darüber gebeamt. Boah, Leute. Wieder fünf Leute auf einmal hier. Boah. Aber echt, das ist so schlimm, wenn zwei Leute mit Verteidigung sprechen sind, du kannst keinen durchbrechen, ohne dass der andere dich dabei dann nervt. Wenn dann noch solche Heinis hier dazwischen rum vorwerken, das ist gleich dreimal so schlimm. Na, endlich. What? Weg hier. Oh, dude. Natürlich hat es nicht geklappt. Warum sollte es auch? Boah, schon wieder zwei von diesen Leuten. Gibt's doch nicht! Stirb! Ja, also. Boah. Auch hier sollen zwei Schätze sein. Mal gucken, ob die jetzt hier wenigstens zu finden sind. Jawohl, hier stehen sie. Vielen Dank, Silbertabakdose. Die Tabakdose sind so ein Zeug, was wir da finden. Kommt es dann irgendwie in unser Haus rein oder so? Finden wir das aus dem Haus irgendwo? Das alles nur um zu synchronisieren. Das soll man vorstellen. Wir mussten noch nie tun, um synchronisieren zu können. Was oh, erinnert mich gerade voll an Eldorado, dieses Zeichen da, auf dem wir gerade drauf sitzen. Wo dieser Spiel gespielt hat mit dem Schattenball da. Kennt ihr es? Benjamin Hornigold eliminieren. Wo bist du, Benjamin Hornigold? Wo bist du? Geh mal zu den Schätzen da. Aber es bleibt eh gerade nicht übrig. Er muss ja irgendwo hier sein. Ah, siehst du, jetzt kann ich natürlich 15 Meter unter mir, das heißt, die sind wirklich ganz unten. Die Frage ist halt nur, wie komme ich rein? Hier nicht.
Aber was soll der Benjamin überhaupt sein eigentlich? Und jetzt haben wir ja nicht wirklich so den 1-1 gekriegt, wo der sein könnte. Und wo soll der Eingang zu den Schätzen sein, frage ich mich vor allem. Wir tappen hier komplett um diese ganze Insel rum, aber hier ist irgendwie gar nichts. Was auch nur ansatzweise am Eingang erinnern könnte. Hä? Scheine wirklich selten blöd zu sein. So, okay, na dann gehen wir mal hier hoch. Was ist das denn, Rehe? Tut mir leid, du warst gerade weg. So, was ist Rema? Aber wo ist der denn rumgegolt? Benny, wo bist du? Muss irgendwo hier sein, wenn wir nicht müde. Aber synchronisieren, ich dachte beim Synchronisieren finden wir den eventuell. Und tun wir mal schnell die Meierstelle hier noch einmal, wenn ich hier daneben da stehe. Ich habe gar nicht irgendwie so, wo ich jetzt noch gar nicht denken können, dass ich damit absichtlich gerannt bin oder so. Nee, nee. So. Na, komm. Na, also. Uah, so. Natürlich ist da unten gleich ein Heuer, wo man reinspringen kann. Wie immer halt. Und wir finden eine weitere Maya-Szene. Warum den Stein nicht einfach so hochhebt, frage ich mich immer. Aber na, okay. Hi, noch ein Schlüsselstein. Ja, ey. Maya-Stein. Ich glaube 29 mussten wir finden, oder? War es ein Dutzend? Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich aber diesen Ben Ronigold mal finden hier. Ich weiß, da liegen Schätze, aber da komme ich ja eh gerade nicht dran, also da ist es scheißegal. Was ist der? Ah, hier drüben sind noch Leute. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Wow. Hallo, lässt mich nochmal kontern, dankeschön, ja. Genau. Boah, ich will zu Pony Gold. Mann. Ist ja reich geschuld, sie stellen sich. Oh, jetzt sind gleich sogar gleich eine Maya-Stele. Alter Schwede. Die machen ja richtig Plus mit den Maya-Stelen in der Aufnahme. Nee, andersrum. So viele Maya-Szenen haben wir noch nie gefunden mit einem Schlag. Okay, gut, damals. Wo ist es? Da. Uah, so. Genau neben der Leiche. Ich habe noch einmal versucht, die Maya-Szene zu entdecken. Und wieder eine. Ah, noch ein Maya-Schlüssel. Ja. Na, was mache ich denn wieder hier? So, na, dann wollen wir mal gucken, ob wir den Hornigold jetzt endlich finden. So viele Leute gibt es ja nicht mehr. Kurz die Pistole laden. Und hallo! Hallo! Und wer bist du da hinten?
auch nicht Horny Goals, aber wollt ihr mich verarschen, Alter? Mom! Wo ist Horny Gold? Wenn ich den Namen nochmal sagen muss, krieg ich einen Klatsch, weil der Name klingt jetzt halt komisch. Horny Gold. Geht unser Aussichtspunkt? Vielleicht bringt uns der was? Das ist ja kein Aussichtspunkt, aber ich muss da hoch. Also weiter aus. Das ist auch egal. So, noch eins hoch muss ich. Hä, hey, schießt der immer noch uns? Nee, der ist ja schon. Ich schon Paras. So, Fragment gefunden. Hat der Regen eigentlich auch irgendwann mal aufgegeben dagegen? Das ist ja echt penetrant. So, jetzt interagieren wir mit dem Ding hier noch. Wir haben die gesamte Insel... Wir haben die gesamte Insel abgesucht. Ja, komm, passt schon. Wir haben die gesamte Insel abgesucht, aber wir haben nichts von Hornigold gefunden. Na nun, doch von der Seite? Okay. Ich raff das nicht. Hornigold soll auf der Insel sein hier. Ich kann auch nicht weiter rauszoomen, also wird das wohl hundertprozentig hier sein. So, Moment. Hier hoch, dann gehe ich dahin. So, da hoch. Und hier ist das Fragment. So. Haben wir das auch geschafft. Jetzt haben wir nur noch die zwei Schätze hier, an die wir nicht rankommen. Kann es sein, dass der Hornigold vielleicht auch da drin ist? Und ich habe vergessen, die Flasche da hinten mitzunehmen. Nee, war ich da überhaupt schon? Ich habe keine Ahnung. Kann es sein, dass der Hornigold vielleicht da drin ist? Oder stelle ich mich wirklich einfach nur seltsam an? Ich wüsste doch echt nicht, wie ich da rankommen soll. Weil wir haben gesagt, es ist in so einem Laufen, ihr habt es gesehen. Oder wahrscheinlich habt ihr irgendwas gesehen, was ich nicht gesehen habe. Wer bist du denn jetzt? Kommt der jetzt auf einmal her? Hier geht's auch nicht rein. Hier auch nicht. Alles klar. Hier war noch eine Nische, diese Nische, die wir übersprungen haben die ganze Zeit. Da ging's rein. Und hier war auch eine Nische. Okay. Hornigold. Wo ist Hornigold? Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Ich werde jetzt zu dem Schatz da hinten gehen, zu dem letzten. Und da wir hier sonst keinen Menschen mehr sehen, außer diesen komischen Typen, der eigentlich hätte tot sein sollen, der hier auf einmal lag. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat, hier einfach rumzustehen. Werde ich... Der läuft mir so schnell durchs Wasser. Werde ich danach einfach aufs Schiff gehen, vielleicht ist er ja auf dem Schiff. Das wäre seltsam, aber auch in diesem Spiel nicht unmöglich. Du musst dich denken, die Leute haben Langeweile gehabt, so viele Briefe zu schreiben. Wo ist mein Schiff? Ich gehe jetzt zum Schiff. Menschen im Hornigold eliminieren. Aber rot, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was mache ich falsch? Was mache ich falsch? So, hoch mit dir. Wir können ja, wir können auch die Mörser jetzt aufrüsten. Oder geht das jetzt? Nee, wir können immer noch nicht rein. Wir dürfen immer noch nicht rein. Captain am Ruder! Ja, und das einzigste Schiff, was hier noch irgendwie ist, ist das da. Halbe Segel! Dann setze ich mal Segel drauf. Mal schauen, was es ist. Rising Sun.
auch nicht die Benjamin. Aber 130 Metall hat sie. Ja gut, das ist eigentlich das Schiff dagegen, muss ich jetzt einfach mal eliminieren und hoffe, dass ich irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin überfordert, gebe ich ehrlich gesagt zu. So, gleich können wir die Mörser abknallen. So, jetzt gehen wir jetzt hin. Ah, wir haben keine mehr, okay. Auch Mannschaftsmitglied gerettet. Sind immer noch nicht nah genug dran. Feuer! Und da hat es einen Schnitt bekommen. Hebt den Befehl, Scha! Verfolger an.